Herzlich willkommen hier zum neuen Video. Wie man schon sieht, zwei Monster Energy. Das heißt, heute sind wir nicht alleine. Und zwar ist heute Henry hier am Start. Henry ist auch gleichzeitig mein Praktikant. Und hast du schon vorher mal Fitness gemacht oder komplett gar nicht? Ich habe schon mal Fitness gemacht. Und zwar im damaligen Bodybitches, was es ja jetzt nicht mehr gibt. Aber nicht lange. Also grundsätzlich, wie lange hast du trainiert? Zwei, drei Monate. Okay, also hast du, ich sag mal so, deine Erfahrung ist jetzt nicht die größte, oder? Ich baue nicht regelmäßig da. Genau, also grundsätzlich möchten wir mal Folgendes machen. Ich will jetzt diese Videoreihe natürlich dazu nutzen, dass ich abnehme, beziehungsweise dass ihr sehen könnt, wie ich abnehme. Aber hier haben wir mal das Gegenteil, weil Henry ist jemand, der ist relativ dünn, ja, und er möchte gerne zunehmen. Und da würde ich heute gerne mal ein Training machen, was sich auf Zunehmen bzw. auf Muskelaufbau betrifft oder bezieht. Und um das mal verständlich zu machen für Leute, die wenig Erfahrung haben, würde ich das Ganze einfach mal mit Hendrik als Praxisbeispiel machen. Auf jeden Fall mit Henry, entschuldige. Ich habe Hendrik noch drin, also Otti. Auf jeden Fall könnt ihr euch das Ganze angucken. Wir gönnen uns jetzt natürlich den Monster Energy für die, die sagen, das ist ungesund. Ab und zu kann man sich zum Boosten wohl gönnen. Auf jeden Fall, wir sehen uns gleich im Training. Und weißt du, was trainiert wird? Keine Ahnung. Beine. Wurde nichts gesagt. Nice. Okay, bis gleich. Ciao. Wir arbeiten immer mit 15, also zum Aufwärmen mit 15 Wiederholungen, ja? Zeig nochmal alle Dinge, die Henry sozusagen hätte verbessern können in dem, was er gemacht hat. Also erstmal das Schuhwerk sollte noch irgendwas anderes sein, er hat solche Straßenschuhe an. Und das ist natürlich jetzt ein bisschen spontan, konnte er dann auch nicht wissen. Als nächstes machen wir die Füße hier als Pult. Die Zehenspitzen müssen quasi etwas über Kniehöhe sein und quasi auf Schulterhöhe, dass wir hier eine Linie haben. Dann machen wir, ich würde mal ein Fan davon, dass wir mit Ausbreiten schon verkehrt machen. Können ein bisschen weiter stehen, dann haben wir auch die Innenliegenden noch drin. Aber ich finde das immer so relativ gut, dann drücken wir raus, legen die Füße natürlich um. Halten fest und Kopf nicht so nach hinten, wie Henry das gerade hat, sondern in Verlängerung zur Wirbelsäule oder halt hinten dran. Hinten dran werden ein bisschen überstreckt, darum in Verlängerung zur Wirbelsäule. Immer schön langsam runterlassen und explosionsartig hoch. Und machen wir jetzt 15 Wiederholungen. Ganz auf Seite. Wo ich grundsätzlich darauf achten würde, und zwar möchte ich das da vorne einmal erläutern, anhand einer Bizepsübung. Und zwar können wir, theoretische Übungsausführung ist immer so, also ich finde, hier kann man das immer persönlich sehr gut sehen. Hier eine Ausführung wäre immer so, wenn wir jetzt Curls machen, dann würden wir hochgehen, explosionsartig, langsam wieder runter. Hier das gleiche, explosionsartig hoch und langsam runter. Unter dem Aspekt der richtigen Ausführung ist es wie folgt. Es gibt immer einen Bounce, den man, sag ich mal, rauslassen sollte. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Beinpresse mache, dann ist das nichts anderes, als wenn ich hochgehe und langsam runterlassen. Aber ich sehe das immer bei vielen, die gehen hoch, explosionsartig, und lassen immer so Step runter. Also immer so, lassen fallen, dann halten, fangen sie das wieder auf und lassen wieder fallen. Das Problem ist, wenn ich bei der Ausführung was fallen lasse, geht das im Normalfall immer auf die Gelenke mehr oder weniger. Und das ist bei der Beinpresse genauso. Es ist bei, sag ich mal, bei Bizeps-Curls nicht so schlimm wie bei der Beinpresse, weil jedes Mal, wenn ich, sage ich mal, fallen lasse, geht der Bounce ja nicht nur auf meine Muskulatur, sondern auf die Knie, auf die Fußgelenke, auf den unteren Rücken und so weiter. Und so kommt es auch, dass durch zu tiefe Ausführungen viele Leute untere Rückenbeschwerden bekommen. Und auch durch diesen Bounce, weil ich sehe immer viele, die drücken das hoch und bouncen dann fünfmal zurück oder so, aber die sollen wirklich um Stop, gefühlt wieder runter, kurz Stop und explosionsartig hoch. Wenn man das so handhabt und so macht, dann kann auch nicht viel passieren. Da muss man natürlich noch machen, aufpassen, dass man nicht zu viel Gewicht nimmt, nicht, dass die Wirbelsäule irgendwie zusammengestaucht geht oder sonst was. Aber grundsätzlich sollte man darauf achten. Und das sind so ein paar Tipps, die ich beachten würde. Und ihr seht schon, dass ihr heute so mehr oder weniger so ein kleines Beschreibungsvideo für Leute, die, sag ich mal, am Anfang sind. Und ich denke, für Henry auch ein sehr gutes How-To mehr oder weniger. Ich schätze mal, bestätigen meinen, kannst du dadurch ein bisschen was lernen? Ja. Ja? Auf jeden Fall. Das würde ich auch hören, genau. Warte mal.
Was haben wir gelernt mit dem Daumen hoch? Genau. Okay, dann darfst du jetzt einfach schauen, ob du es mitbekommen hast. Jetzt machen wir mal 20 Kilo mehr pro Seite, okay? Und wir gehen auf 12 Wiederholungen. Genau, und Gewicht auch realistisch steigern, nee, nicht zu viel. Sieht hier ein bisschen wild aus mit den Gewichten. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Genau. Versuch mal alles zu beachten, was ich gerade sagte, ja? Die Länge der Füße, genau. Er macht sie nicht über das Pult, was er gerade gemacht hat. Genau. Jetzt sieht man ein bisschen, das ist noch ein bisschen so der Fehler. Du hast den Kopf, den überstreckst du jetzt nach hinten. Genau, das ist gut. Also nicht, dass du den nach hinten unterstreckst. Okay, und jetzt halte ich mal unten an den schwarzen Griffen fest. Genau, schön langsam runterlassen, ein bisschen weiter nach hinten den Kopf noch. Ja, das ist gut. Okay. Und jetzt hat man schon diesen Bounce wieder gesehen, den ich gerade meinte. Ich will immer, dass es eine feine Linie ist, kurz Stop und dann wieder runter. Weil wenn man Bounce, geht das immer auf diese Gelenkpunkte natürlich und das wollen wir nicht. Und so machen wir 12 Wiederholungen, ja? Vom Gewicht geht das? Okay. So, wir haben jetzt 4 Sätze durch. Wie fandest du dich von der Intensität? Holt auf jeden Fall rein. Okay. Kennst du Ausfallschritte? Noch nie gemacht? Okay, dann zeige ich dir das Ganze einmal und zeige dir direkt, also wir machen ein bisschen andersrum. Ich zeige dir direkt, worauf du achten musst. Jetzt darfst du einmal filmen. Genau, film mal ganz ausfallen. Versuch mal erstmal, wenn du filmst, nicht direkt davor zu grapschen, sondern andersrum nachlassen. Und zwar ein bisschen Ausfallschritte. Du machst echt wieder. Also es gibt viele verschiedene Arten von Ausfallschritten. Man kann die Springen machen, man kann nach der Reihe Steppen machen, man kann die pro Seite machen und so weiter. Ich habe eine Anfangsvariante, die ich jedem empfehlen würde am Anfang. Jetzt ist bei Ausfallschritten die Frage, soll ich die machen am Anfang, soll ich sie weglassen oder sonst was. Erstmal grundlegend arbeiten wir mit eigenem Körpergewicht. Wenn ich natürlich 200 Kilo wiege und sage ich meine Größe von 1,70 habe und kein Bodybuilder oder sonst was bin, dann sollte ich das überlassen. Wenn ich aber grundsätzlich eine gewisse, sag ich mal, Grundfitness habe oder wenn ich jetzt, sag ich mal, ein gewisses Körpergewicht habe, zum Beispiel Henry, der wiegt 85 Kilo auf einer Bürste von 1,94, das ist jetzt nicht bedenklich, dass er die macht, weil er auch relativ sportlich ist. Von daher können wir die jetzt machen und bei mir können wir die so oder so machen, das ist eigentlich irrelevant. Entweder wir machen die Hände über die Brust zusammen, wir machen die an die Schläfe oder wir machen so. Das ist für Leute, die eine Koordination nicht gut hinbekommen. Ich würde am Anfang würde ich Folgendes empfehlen, ich mache das über die Brust, schaut geradeaus, macht einen Schritt nach vorne, so, geht mit dem Hinteren hier runter, step zurück und geht wieder nach vorne. Das macht ihr pro Seite, fangen wir mit 12 Wiederholungen an. Schauen wir mal. Macht mal zu Ende. Guckt ihr genau an, ja? Hier, worauf ihr achten, dass der Schritt weit genug ist, weil die ist relativ gut für den Po, die hier rum. Also falls ihr Po haben wollt und dementsprechend Muskeln dort aufbauen wollt, könnt ihr diese sehr gut, glaube ich, bin bei 8 pro Seite. Mhm. 10, 10, 11, 11, 12, 12. Gut, dann werde ich die jetzt bei dir anfangen. Schauen wir mal. Gucken, was du dem entgegenzusetzen hast. Okay, dann fangen wir an. Schönen weiten Schritt, genau. Da sieht man auch schon, dass die Grundfitness relativ da ist. Du hast mal Fußball gespielt, oder? Vielleicht immer. Okay, gut, also grundsätzlich ist dann die Fitness da, ein bisschen weiteren Schritt. Weil eigentlich, wenn ich Leute das erste Mal trainiere, kriegen die es nicht direkt hin. Probier mal aus, 12 pro Seite. Immer steppen und kein Zweitstep machen. Darauf kommt es an. Dass ihr einmal zurücksteppt, nicht dieses über den Boden schleifen. Und weiter geht's. Wie viel hast du schon pro Seite? Jetzt 5. Okay. Schwer? Geht? Also nein? Mittel. Okay. Weiter geht's. Mr. Nika. Gut so. Weiter. Komm schon. Zähl mal mit. Komm schon. Schnelleren Steps. Weiteren Schritt. Kürzer, weiter. Nicht außer Fassung, sonst machst du die Knie kaputt. Wollen wir nicht. So, wie ist es denn bisher? Boah, scheiße. Okay, worauf wir hier nochmal achten, habe ich gerade auch schon erklärt. Kniekehlen, siehst du da drüber. Einen noch zurück, bitte. Noch eins Position. Hier, den gelben drückst du nach vorne.
Und dann ziehst du und drückst dich nach hinten. Und hier, genau, das ist in Ordnung. Dann darfst du loslegen. Weiter nach unten. Den bringst du auf 1. So, halbherzig. Okay, und raus damit. 2 Wiederholungen. Schön langsam arbeiten. Und hier sieht man schon, wie sie arbeiten. Ja, ein bisschen fußballerisch begabt bist du ja dann doch gewesen. Na, wie ist es? Scheiße. Wie viel hast du? Okay, komm schon. Ey, nicht so halbherzig arbeiten. Konzentriert. Sonst ist zu viel Gewicht. So, Henry, du hast mir im Vorfeld erzählt, du bist relativ sportlich, ja? Ja. Du bist so ein Typ, der sagt so ein bisschen, ja, ich habe einen relativ guten Körper für mein Alter, sag ich mal. Ist auch so, ja? Wie alt bist du? 17 Jahre. Gerade erst 17 und relativ guten Körper, das ist wohl so. Aber grundsätzlich sagt die Optik nicht immer darüber was aus, wie fit man ist. Stimmt. Guck mal, wir haben jetzt 30 bis 40 Minuten trainiert. Ja. Okay, wir haben 4 Übungen gemacht, plus Aufwärmen natürlich. Wie anstrengend war es? 1 bis 10. 10 ist sehr anstrengend. Boah, bestimmt 7. 7, okay. Also viele meinen ja auch immer, also zu mir, ich höre oft, ja, ich bin jemand, der treibt die Leute bis zu den Grenzen und so weiter. Es gab damals, kennst du dieses Projekt, was ich mal mit Orti gemacht habe? So einen Übergewichtigen, der abgenommen hat, 60 Kilo. Im halben, ja, genau. Hast du das gesehen? Ja, und dann habe ich das natürlich marketingtechnisch so ein bisschen aufgezogen, dass man die extremen Zähne sieht, ja. Und haben halt viele gesagt, ja, das geht doch nur auf die Gelenke, ist doch nicht vom Vorteil und so weiter. Ich frage dich mal Folgendes. Ich meine, das war jetzt anstrengend, aber es ist doch jetzt nichts Unmögliches, was ich von dir verlangt habe, oder? Ich bin der Meinung, dass das jeder kann, wenn man nur ein bisschen Übung hat. Und ich denke auch nicht, dass andere sofort so hart reingeht, wenn man gerade Anfänger ist. Genau. Und wie war dein Motto nochmal? Play hard? Ja, okay, ja. Genau, auf jeden Fall. Ja, genau. Auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir machen demnächst nochmal so ein Video und ich schätze mal, das für Leute, die gerade anfangen, ich sag mal so, kannst du diese Tipps gut verwerten? Auf jeden Fall. Ich denke auch vorher habe ich viel falsch gemacht, was jetzt dadurch durch Andres Tipps verbessert wurde und wodurch man auch viel effizienter trainieren kann. Ja, ich sag mal so, vorher hast du ja auch trainiert. Wie lange hast du da am Stück trainiert, circa? Jetzt im anderen Fitnessstudio? Ja. Weiß ich nicht. Mal eine halbe Stunde, mal eine Stunde. Also sagen wir eine gute Stunde, okay? Ja. Warst du in dieser Stunde so kaputt wie jetzt in 30 Minuten? Nee. Genau. Du hast was Geiles gemacht in dieser Stunde. Genau, und das ist dieses, man muss halt wissen, wo man ansetzt. Und jetzt können viele sagen, ja, bau doch noch den mit ein und so weiter. Klar kann man das langfristig mit einbauen, aber man will doch nicht mal einem Anfänger direkt das Perfekte aufkloppen oder aufzwängen, weil dann zieht man es nicht durch im Endeffekt. Wenn ich jetzt zu dir gesagt habe, wir machen noch 1,5 Stunden mit denen, mit Gesundheitspflege und was weiß ich nicht alles, da hättest du mir wahrscheinlich die Banane hier vorne am Kopf geworfen und hättest gesagt, zieh es, mach das alleine. So, und ich denke mal so, für einen Anfänger ist eine halbe Stunde bis 40 Minuten ist relativ gut. Für mich persönlich ist es so, ich könnte jetzt theoretisch länger trainieren, würde ich auch machen, aber ich habe das Training jetzt einfach mal mitgemacht. Für mich war es jetzt, ich sag mal, eine 2 von der Intensität her. Ja, für dich eine 7, aber da sieht man schon einen Unterschied und das ist auch kein Problem. Ich hätte auch bei der Beinpresse mehr machen können, ich hätte auch Ausfallschritte mit mehr machen können. Aber darum geht's im Endeffekt nicht. Ich hatte jetzt mein Training gehabt, vielleicht mache ich heute Abend noch ein zweites. Und diese Abnehmreihe von mir soll nicht einfach dafür sein, dass ihr seht, wie man abnehmen kann, sondern auch noch praxisbezogene Tipps für euch sozusagen und für Henry jetzt auch. Ich denke, wir können wohl mal ein paar mehr Videos von dir machen. Hast du da Bock zu? Auf jeden Fall, ja. Okay, also grundsätzlich machen wir mal ein paar mehr Videos und ich würde sagen, wir schauen mal, wie der Muskelkater wird und bis zum nächsten Video. Ciao.